So Leute, soeben das Training beendet. Natürlich wie versprochen für euch ein bisschen was abgedreht. Training plus Posing. Jetzt geht's erstmal nach Hause, ein bisschen kochen. Was gibt's zu essen? Zu essen gibt's Hähnchen mit Gemüse und Eiklar. Das werde ich euch aber gleich zeigen, da werde ich nochmal kurz reinschalten. Nach dem Training hatte ich jetzt eben nochmal 66 Gramm Banane, 3 Gramm Traubenzucker und ein Proteinshake. Heute Morgen habe ich vergessen für euch das Frühstück zu filmen, da ich ein bisschen im Stress war. Da aber morgen genau dasselbe gegessen wird, werde ich versuchen, morgen das Frühstück zu filmen. Zumindest euch zu zeigen, was ich da gegessen habe. Gegessen habe ich übrigens Vollkornhaferflocken mit Schokogeschmack. Sau lecker, müsst ihr mal probieren. Ansonsten bis gleich beim Essen. So Leute, hier das versprochene Essen. Und zwar haben wir hier 300 Gramm Salat oder Gemüse, sagen wir mal so. Ja, Gemüse. 150 Gramm Hähnchen und 150 Gramm Eiklar gebraten. Salz habe ich natürlich beim Eiklar hier mit dazu gemischt. Ich hoffe, es ist nicht zu übersalzen, denn 15 Gramm Salz ist doch ein bisschen viel. Mal gucken, wie ich das aufteile. So, ansonsten guten Appetit. So, meine Freunde, nochmal ein kurzes Update. Wie viel habe ich jetzt getrunken? Getrunken habe ich ungefähr 7 bis 8 Liter, glaube ich. Ungefähr, wir haben jetzt 5 rum. Das heißt, ich habe eigentlich noch bis um 11:45 Zeit, die 12 Liter zu erreichen. Müsste eigentlich gehen, also ich liege noch gut in der Zeit. Voll bin ich, also ich fühle mich übelst voll. Weil 7 bis 8 Liter doch hart. Was gibt es dann jetzt noch zu essen? Und jetzt ist wieder Essenszeit. Da gucken wir mal. So, da ich noch Hähnchen und Gemüse übrig hatte, habe ich mir wieder ein bisschen was davon gemacht. Und hier habe ich wieder Eiklar, jedoch diesmal so als Nachtisch vorbereitet mit ein bisschen Walden Farms Soße Karamell. Schmeckt auch richtig geil. Hab natürlich da jetzt wieder ein bisschen Salz mit drin. Aber ich denke mal so, das Süße mit dem Salzigen wird schon gut schmecken. Ansonsten, was habe ich heute noch? Später habe ich noch ein Omelette, was ich dann später machen werde. Mal sehen, vielleicht schalte ich da auch noch mal kurz rein, weil ich denke mal, Omelette ist jetzt nichts Großartiges. Die Werte werde ich euch auf jeden Fall dann da nennen. Hier habe ich die Werte genauso wie davor auch, quasi 300 Gramm Gemüse, 150 Gramm Hähnchen und von dem Eiklar sind es jetzt halt 160 Gramm. Die Walden Farm Soße, die hat ja 0 Kalorien, also die hat ja gar nichts. Von daher, bis später. So, meine Freunde, habe mich doch nochmal entschieden, das Omelette euch zu zeigen. Damit ihr auch wisst, was genau ich jetzt so esse. Und zwar haben wir hier 5 Scheiben vom Putenbrust. Hier. Dann im Omelette habe ich reingemacht 40 Gramm Paprika, 40 Gramm Tomaten und ein ganzes Ei und 100 Gramm Eiklar. Das waren quasi so die Werte von dem Essen hier. Dann noch mal kurz. Vorher habe ich noch mal ganz kurz so einen Snack genommen, und zwar eine Reiswaffel und 20 Gramm Mandeln, damit ich auf meine Carbs und Fette komme, sonst wäre ich da nicht hingekommen. Fassen wir mal zusammen. Ich habe quasi morgens die Vollkornflakes gehabt, Schokogeschmack. Nach dem Training Banane, Traubenzucker und ein Shake, ein Whey-Protein.
Danach gab es Hähnchen mit Gemüse und Eiklar. Etwas später halt wieder genau dasselbe, nur das Eiklar wie so Nachtisch gemacht mit Walden Farms Soße. Ja, dann gab es halt den kleinen Snack, die Reiswaffel mit Mandeln und jetzt quasi das Omelett. Wassermäßig habe ich quasi noch 1,5 Liter übrig. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ja, bis 11:45 ist das eigentlich kein Problem, werde ich auf jeden Fall schaffen. Ja, morgen früh wird der Vlog, denke ich mal, nicht allzu lang sein. Ich werde euch nur das Frühstück zeigen, weil der Rest ist eigentlich genauso wie heute. Bleibt halt alles gleich. Ich werde auch nichts ändern, weil, ja, wie gesagt, ist jetzt so in der Vorbereitung, da halte ich mich auch komplett an die Werte und. Das ganze Essen, was ich ja jetzt gegessen habe, sind ganz genau 1870 Kilokalorien. Jo, also das werde ich auf jeden Fall so beibehalten, auch morgen. Ja, Frühstück zeige ich euch, wie gesagt, morgens. Und dann wird einfach nur noch das Training und Posing folgen von dem morgigen Tag und das war's auch. Und ab Mittwoch fängt quasi, ja, was stopp, Mittwoch, Dienstag fängt das Entladen an. Da wird es dann doch noch mal ein bisschen kritischer, wie gesagt, nur Fette und Eiweiß, aber das werdet ihr ja dann sehen. Bis dahin.